that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. Morgen, Tag 2 unseres Mallorca-Urlaubs. Heute steht auf dem Plan, uns ein paar Buchten anzuschauen. Bucht Nummer 1 ist hier unten eingeblendet. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Von unserem Hotel aus sind es ungefähr 50 Minuten Fahrzeit. Und Wetter ist super, es ist leicht bewölkt, es ist noch nicht so heiß. Wir haben jetzt kurz nach 9 und ich spanne euch gar nicht lang weiter auf die Folter. Legen wir direkt los. Ja, wir sehen sie wieder zurück am Hotel. Ich vergesse das immer vor Ort an den Sehenswürdigkeiten mit euch zu sprechen, also in die Kamera zu sprechen, weil ich immer so geflasht von der Natur bin und von den Gegebenheiten, dass ich das einfach irgendwie vergesse. Da fehlt mir halt einfach noch so ein bisschen die Erfahrung. Nun denn, kleines Resümee zu S. Almunia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oder Carla S. Almunia, die Bucht, die ihr gesehen habt. Eine wirklich sehr schöne Bucht. Ihr habt keinen Strand in dem Sinne, dass ihr Sand da habt, sondern das ist alles dieser Natursteinfels oder Sandstein. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Von daher zieht auf jeden Fall feste Schuhe an, wenn ihr da seid, weil die Steine schon sehr spitz sind. Und als wir da waren, war es voll, aber nicht zu voll. Also es war tatsächlich angenehm, was die Frequenz der Leute da angeht. Als wir dann hinterher gefahren sind, wurde es sehr voll und danach wollten wir eigentlich noch zum Cayo Moro, das ist quasi direkt gegenüber. Sind dann aber ein bisschen zu weit gelaufen und sind in einer anderen Bucht gelandet, was tatsächlich gar nicht so schlimm war, weil wir auf dem Rückweg erfahren haben, dass Cayo Moro tatsächlich überfüllt gewesen ist und die Videos habt ihr gesehen, die Drohnenvideos habt ihr gesehen und die Fotos habt ihr gesehen. Wir waren dann gegen 15:30 ungefähr wieder hier am Hotel, haben uns dann direkt noch an den Pool gelegt, waren auch noch eine kleine Runde am Strand und warten jetzt nur noch aufs Abendessen. Dementsprechend ist jetzt auch Tag 2 zu Ende. Ein sehr schöner Tag, war sehr anstrengend.
Ach ja, genau. Wenn ihr zu diesem KRS Al Mundo wollt, dann könnt ihr kostenlos parken am Straßenrand. Dann lauft ihr so gute 10 Minuten bis zu einer Treppe. Und die Treppe runter zu der Bucht ist tatsächlich sehr, sehr steil. Es gab Leute vor uns, die hatten Angst, darunter zu gehen. Die mussten tatsächlich sehr langsam darunter gehen und sich festhalten. Aber das sind, weiß nicht, 100 Treppenstufen gewesen. Da wart ihr auch unten. Hoch war es natürlich wesentlich anstrengender, weil, wie gesagt, das war sehr steil. Nur das so, dass ihr das im Hinterkopf habt, falls ihr euch diese Bucht auch mal ansehen wollt. Ja, damit ist Tag 2 auch zu Ende. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder aber gleich im Anschluss, wenn ich Tag 3 noch hinten dranhänge, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie viel Content ich gesammelt habe und ja, bis dann.